Servus Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 Multiplayer Let's Play hier auf der Neustadt, irgendwo in Thüringen. In Deutschland. Oder in Deutschland. Ja, irgendwo in Thüringen ist auch noch eine Map. Gut, Neustadt irgendwo in Deutschland. Mit dabei ist der Steffen. Ja. Hallo. Ja. So, wir haben jetzt ganz neu auf der Map angefangen, haben uns bis zu den Stadtfuhrpark angepasst. Ich fahre jetzt mit dem Drescher ans erste Feld, mal zum Ende, wo schon reif ist. Steffen und ich haben da oben schon die Wiss ein bisschen bearbeitet. Die erste Grasballe haben wir schon zusammengesetzt. Aufgesetzt, besser gesagt. Und Steffen tut jetzt noch ein paar Silageballe wickeln. Dann setzen wir die noch schön auf. Und ja, jetzt tun wir erstmal da die Straße weiter blockieren, dass wir da den Drescher in Position bringen. Oh. Die Leuchte auf. So. Ah, er ist mal runtergegangen. Optimal vom Hänger, das gibt's hier nicht. So. Ja, wie schon erwähnt, wir haben was Neues. Und zwar TS, wo jetzt jeder mitnutzen kann. Die IP vom TS3 Server ist wie immer unten in der Videobeschreibung mit drin. Also joine drauf, schwätze mit uns, zocke mit uns. Steffen freut sich auch drauf. Christian hat dich auch. Ja. Und dann. Sehen uns alle gar. Genau. Na. Was ist dann da wieder los? Geht die Sirene? Nein. Samo. So, jetzt. So. Fahren wir erstmal das Vorgewende, dass der Helfer da nicht in ja. Sei mir Schwulität kommt. Das wollte ich natürlich mal jetzt nicht sagen, aber man kann noch das Wort gefunden. So. Weil der hat doch noch manchmal ein bisschen Probleme, Schatz. Müssen wir erst einmal Vorgewende komplett fahren. Und dann kann doch der Helfer weiter tuckern. Und wir machen auch auf dem Hof weiter. Mit dem Gras, dass wir langsam dann Ball mit Ki und Grams auffangen können. So, fahren wir da. Dann machen wir dann auch noch Strohablage. Dass wir eine Strohballe noch pressen können. So, mal gucken, irgendwo geht das Feld. Macht's, glaube ich, ein kleiner Bohr, ja. Wir fahren jetzt einmal außen rum. Dann machen wir das kleine Eck weg und dann haben wir theoretisch ein Quadrat. Und das wird er wohl fertig kriegen. Ab zu Ende. Da hast du die gute Autocombine noch nicht gehabt. Ja, leider. Ja. Wäre nicht schlecht. Find's auch ein bisschen blöd. Ja. Aber immerhin gibt's jetzt für den Singleplayer Curseplay. Mit dem habe ich mich aber auch noch nie auch gefreundet. Das ist ganz cool. So. Und jetzt kommt das Eck, wo ich meine, jawohl, dort ziehen wir jetzt immer gerade durch. Und dann dürfen wir da normal keine Probleme mit dem Helfer mehr kriegen.
Schade, dass ich jetzt vorhin ganz kurz die Lok aufgemacht habe mit dem Triggersucher. Jetzt sehe ich natürlich keine GPS-Linie mehr. Gucken wir mal, wie gerade wir da unsere Linie drin kriegen. Sieht doch ganz gut aus. Ja, jetzt fahren wir da nochmal. So. Aber das kann der doch schön loslegen. Guck, ich habe jetzt die letzten paar Parts kein Greenscreen dabei gehabt. Vielleicht baue ich den Ball wieder auf. Ja, wenn man so ein bisschen verrobt ist, dann will man nicht immer. Wenn man so ein bisschen huscht, als nur unterdrücken muss, weißt, dann will man nicht die ganze Zeit im Bild sind, wenn man da. Dicke Backe macht. Das muss nicht sein. Muss mich die ganze Zeit noch so zusammenreißen. Und huste, wenn ich erzähle. Dass ich nicht ins Mikro hinkolle. Das hat so Reizhuste aus sich, ne? Ist aber immer so, Mitte im Urlaub wird man krank oder beziehungsweise direkt am Anfang vom Urlaub. Fällt immer der ganze Stress ab. Und dann hat man den Salat. Urlaub und doch kein Urlaub. So, das Eckelchen lassen wir stehen, das machen wir dann später irgendwann mal weg, wenn der Helfer fertig ist. Den Tränen jetzt hat, dann setzen wir ihn an und dann kann er alleine. Ja, da haben wir ja schon 50%, haben wir ja schon drin im Drescher. Und dann kann der das so mal schön fertig machen. So, jetzt müsst ihr es aber packen, Knecht. So. Strohablage. Ist an. Und dann würde ich sagen, fahr los. Hau rein. Machen wir doch eine Screenshot. Screenshot. So. Dann lassen wir den noch. So, da habe ich schon angefangen, die Grasballe zu stapeln. Soll ich jetzt weiter stapeln oder willst du das machen? Ja, ist das egal. Ja, mir auch. Jetzt erstmal der Wickler fertig. Okay. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem, ne? Warum ist es nicht? Oh, ja, okay. Ballozang. Jetzt stelle ich mir die Folie kaputt. So. Bring ich ein bisschen Panzertape mit, wir kleben es zu. Weltkosten. Oh, ich habe jetzt nichts doch. Ein Kaffee-Roll-Tape. Genau, Kaffee-Roll-Tape.
war's das. Ist ja Zeit, dass ich denn eine gescheite Mietmotor wieder drin mache. Warum? Ja, ich finde das ein bisschen blöd, weißt, weil wir haben jetzt das Ding noch keine Stunden gehabt, aber es sind 4000 Euro fett. Und der kriegt das gut geschrieben. Das weiß ich jetzt nicht. Aber so wie ich letztens bei irgendjemand gesehen habe im Video, der hat das Zeug nicht zurückgebrungen, zurückgefahren, ne? Der hat so abgeb. Über das Fenster, welche, wo du die Garage hast. Weil ich habe hier meistens immer alles, Ja, das geht hier normal gar nicht. That's the way. Also, weil wir haben doch. Wo war denn das, wo das nicht gegangen ist? Ja, warum? Die haben ein neues Patch rausgebracht, vielleicht geht's hier jetzt. Ah, das kann sein, ja. Weil ich glaube, am Anfang war das nicht beide. Haben wir am Anfang gespielt gehabt? Haben wir am Anfang Spaß gehabt? War das schon die Lostberg, wo wir da. Nee, das war. Haben wir da gespielt? Die Silver Crest haben wir ganz am Anfang gehabt. Jo, genau, da war das. Da haben wir doch auch irgendwas gemietet gehabt, aber mir. Ich konnte es im Shop gar nicht abgeben. Also im Shopfenster nicht abgeben. Ich muss zum Händler fahren. Froh mich nicht. Aber hast du schon abgegeben? Ja, ja. Ah, hättest du mal ausprobieren können. Ne, ich hab's schon. Ja, macht jetzt nichts. Aber ich gucke mal, vielleicht kriege ich den Ballewickler vielleicht konvertiert vom 15er. Ja, das wäre nicht schlecht. Denn Anne, der ist auch schneller, finde ich. Da habe ich mal das Gefühl, dass der schneller ist. Der Anne, welcher? Ja. Ich muss mal nur froh, ob er mir das vielleicht macht, ob das hier haut. Oder ich probier mich mal selber drauf. Ich hab dir bestimmt genug Tutorials. Weiß nicht. Ich hab das schon probiert gehabt, aber ich hab's sagen. Mich auch, aber du. Ich konnte es zwar kaufen und Krams, aber nicht auch hängen. Das war mein Problem. Und das war der Ladebar irgendwas, gell? Der. Ja, ich weiß nicht mehr. Es war beim 15er, wo ich was konvertiert habe ins 13. Nee, das war die Düngerspritze, wo alles verdorrt war auf der Stappenbach. Ach so, ja. Wo ich konvertiert hat, aber ich konnte sie irgendwie nicht aufhängen. Wie war das? Fahrt irgend so Lutscher mit so einem Pickup mit 30 Kameras rum, ich rasch klar aus. Gar nicht. Ja, dann hätten sie ein bisschen schneller machen können, der Verkehr, finde ich. Upe, warte mal. Ja, bringt nix. Schon so auch schon alles zusammengehäß. Ja, aber Scheinwerfer auch noch. Ja, genau. Ab. Er bietet 100% ab. Nee, Gott sei Dank. Hast du Klick? Dann hast du Klick gehört. Aber ich der Ball auch ein bisschen Schepp drauf, aber egal. Du musst noch nicht, du musst noch 2-3 Stück lassen. Wenn es mir schwer, weil ich spare die dann gleich, weil die Schweine.
Bei die Schweine? Ach, bei die Schweine, bei die Kühe. Ah. Ja, kann man machen. Erholst du Dings? Brauchst du Futtermischwaren, oder? Ah, ne, weißt du, was wir jetzt machen? Wir sind eh fertig für den Part. Wir probieren das mal aus mit dem Infütteren, mit der Maschine da. Ach so, ja, Ne? alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, wir sind durch für den Part. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist die IP-Adresse für unser TeamSpeak-Server. Kommt drauf, rennt mit uns ein bisschen, zockt mit uns. Wird bestimmt witzig. Und ja, wenn das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn nicht sogar ein Abo, dann bin ich immer auf dem neuesten Stand von den nächsten Videos. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal, Rinhauer. Ciao, ciao. Ja.